So, da sind wir wieder zurück. Wir werden einfach mal direkt lossegeln, nehme ich an. Ja! Und wir gucken mal, wo müssen wir hin? Hauptmission. Unentdeckter Ort, unentdeckter Ort. Wir sind frei. Wir können machen, was wir wollen. Das ist die Karte, die wir komplett aufdecken. Wir werden auf jeden Fall jeden unentdeckten Ort erkunden. Und dann müssen wir mal überlegen. Ich will nicht überall 100% machen. Das tut nicht Not, das bringt uns in der Story nicht weiter. Aber ich will möglichst viel Progress schon machen in dem Spiel. Hier haben wir Havanna und hier haben wir Cape Buena Vista. Also wir werden alle Hauptmissionen machen, alle Nebenmissionen. Wir werden pro Ort auch alle Assassinenaufträge machen und alle Ausgucke machen. Und wir werden die Animus-Fragmente sammeln. Und dann gucken wir mal weiter. Also die Shanties brauchen wir nicht. Die bringen uns nichts und bei den Schätzen müssen wir mal gucken. Aber jetzt werden wir erstmal hoppla, da oben hinreisen. Stop! Bram! Marssegel! Und go. Ah, hier können wir es noch nicht machen, oder was? Nee. Okay, das ist ganz dumm. Aber ich will die Beute da mitnehmen. Ja. Können wir so trotzdem? Ja, wunderbar. Die haben nur Mörser geschossen, damit können wir nichts anfangen. Da war eine Explosion zu sehen, aber ignorieren wir erstmal Rum und Stoff. Die Schoner brauchen wir eigentlich noch gar nicht. Wir können jetzt erstmal noch da hinten segeln. Um zu schauen, was uns noch so erwartet. Na, was ist hier explodiert? Oh. Eine britische Brig. HMS Escort. Ist das die, welche wir hier hatten? Mars und Tom Segelbergen! Halten kräftig dagegen! Nein. Waffnen und trimmen! Mehr Segel! Alle Segel! Wie kommen wir an die... Jungs. Feuer! Da warten Befehle, Captain. Ja, ich würde gerne die Beute hier nehmen, die Fracht. Kriegen wir aber nicht, okay. Dann halt keine Fracht für uns. Hätten wir da rauf müssen? Naja. Wir machen uns jetzt auf dahin, wo wir hinwollen. Falls uns ein Schiff mit netter Fracht entgegenkommt, nehmen wir es auf jeden Fall mit. Andreas Island. Island. Ich weiß gar nicht, wie spricht man das? Der Andreasinsel. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht gerade. Oh. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen... Island? Island? Frachtgut? So viel haben die nicht bei sich. Was haben wir hier? Schiffsbrüchiger? Zu weit weg. Steuerbord, Captain! Da treibt etwas Frachtgut, Sir! Na, ja, gib mir das auch noch. Wir müssen hier sogar hin. Wiederholen und aufgeilen. Hauptsegel rein. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, das müsste so gehen. Wunderbar, mal sehen, was wir hier jetzt gleich haben. Und was wir auf dieser Insel machen können.
Auf der Insel ist ein Assassinenauftrag? Ernsthaft? Hier ist sogar eine Taverne. Noch ein bisschen mehr als gedacht. Belohnung. Kann ich den Kämpfer verwickeln? Ein spanisches spanische Expedition sucht auf dieser Insel nach einem verschollenen Artefakt. Der Anführer der Gruppe ist ein Finanzier der Templer. Er muss sterben, bevor er das Artefakt findet. Okay. Das kriegen wir hin. Ja, ganz ruhig. Erstmal. Da ist ein Aussichtsposten, wunderbar. Hier ist ein Händler und hier ist die Taverne. Dann machen wir die Taverne erstmal frei. Und müssen uns schon wieder prügeln. Dass die Leute sich immer mit den Falschen anlegen wollen. Die lernen es einfach nicht, dass Edward einfach eine Nummer zu hart für sie ist. Oh. Oh, das war eine unschöne Kombi. Oh, haha. Dass wir die andauernd so behandeln. Ah, das war ein Genickbruch und er lebt noch. Wir brauchen den Money. Drei Kugeln, wunderbar. Was kannst du mir sagen für einen Konvoi? Wo ist ein Konvoi? Ein kleiner Vogel hat mir erzählt für... Okay, super. Haben wir das, was wir wollen? Hier ist eine Leiche, wunderbar. Da kommen wir vielleicht nochmal hin. Ein neuer Kadaver wurde entdeckt. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal. Oh, Papagei. Oh. Süßer kleiner Vogel. Oh, das ist ja ziemlich offensichtlich. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal den Aussichtspunkt für die Insel. Und dann gucken wir mal weiter, wohin wir gehen. Erstmal erledigen wir jemanden, bevor wir uns darum kümmern, dass wir hier eine Mission haben. Vielleicht könnten wir auch ein bisschen jagen gehen hier. Vielleicht würde das auch helfen, wenn wir hier ein paar Felle mitnehmen von den Tieren oder so. Ein paar Upgrades für uns sind das denn, ja. Müssten wir gleich nur nochmal gucken, was wir hier so für Tiere haben. Wunderbar, wir haben wieder Pistolenmunition. Ja. Also bald habe ich keine davon mehr, wenn das so weitergeht. Die bewachen was. Hier sind zwei Schatztruhen. Holen wir uns erstmal die Schatztruhen. Wir machen ja hier so die Inseln ganz entspannt durch. Zwei. Nein, nein, nicht darauf. Was ist denn? Drei. Hier haben wir jetzt Schatztruhe 4. Oh, schon wieder ein paar Leguane. So, du kannst kurz. Ne, nachladen nicht. Das können wir eigentlich überspringen, brauchen wir nicht so sehen. So. Was ist das hier? Tut mir leid, aber ich muss hier ran. Oh, Munition plündern, wunderbar. Kommen wir nicht bei jedem, aber. Eins von drei Geheimnissen, wunderbar. Da oben ist das Animus-Teil. Weil wir eigentlich easy raufkommen. So, da unten liegt noch eine Flaschenpost. Genau unter mir.
Na, was haben wir da jetzt wieder für einen ewig langen Text, der seltsam geschrieben ist in meinen Ansichten? Könnte natürlich auch einfach passend zur Zeit sein. Auf meinem Weg in die Karibik löste ein kurioser Vorfall einen Tagtraum aus. Es war ein hemmungsloser Ausbruch von Gewalt, dessen Zeuge ich wurde und der sich für den Anstifter als fatal erwiesen sollte. Ein begnadigter Pirat namens Savory, der an Bord gekommen war, um als nun former Christ seine Schuld abzuarbeiten, starb wie ein Teufel voller Rum, weil er die vernünftige Zurückhaltung seiner Kameraden als Beleidigung auffasste. Er kam durch eine Pistolenkugel ums Leben, die er sich selbst zufügte, als er seine Waffe für die 6 bevorstehenden Duelle lud, auf die er sich mit einer Gruppe eingelassen hatte. Ach du heilige Scheiße, das ist viel Text. Wir alle waren traurig wegen dieses Unglücks, aber ist das echt so geschrieben? Damals war das einfach nur, weil die Leute nicht so gut schreiben konnten. Wir alle waren traurig wegen dieses Unglücks, aber niemand bedauerte, dass unsere Mannschaft in seiner Abwesenheit ruhiger wurde. Trotzdem hatte der Anblick jenes armen Tropfes, wie er sich selbst verletzte, sein Blut ungehindert aus seinem Leibe ran, eine Ahnung in mir geweckt, wie eine Idee, die schon lang in mir schlummerte und auf eine Gelegenheit wartete, wieder ans Licht zu kommen. In dem Augenblick kam mir ein Satz in den Sinn, den ich früher einmal gehört hatte. Der Code ist in ihrem Blute. Plötzlich ergab alles einen Sinn für mich. Der Code des Lebens, wie die Pläne eines Schiffsbauers in Miniaturen und doch verantwortlich für das Bau jedes Mannes und jeder Frau auf dieser Erde. Wie kann das ein solche Ideen mir... Wie kann es, dass eine solche Idee mir so sinnvoll erschien? Wie konnte ich bereits verstehen, was in der modernen Philosophie bisher ohnegleichen war? Der Code des Lebens ist in unserem Blut. Stell dir das vor. Die Idee kreisten viele Wochen in mir während jener Überfahrt und verursachten einen solchen Mahlstrom an Gedanken, dass ich sie nicht zu artikulieren vermochte. Ich hab Struggle zu lesen, yes, aber Alter, das macht es mir ja noch härter. So, mal ganz kurz auf die Karte schauen. Wo sind denn die Leute, die wir ausschalten müssen? Dat? Okay. Wir gehen jetzt erstmal nach da unten die Sachen holen. Dat ist das Attentatsziel, so weit weg. Oh, Hundi. Ja, feiner Hundi. Perfekt. Damit hätten wir die Truhen. Was haben wir hier? Oh. Jemand, der verstorben ist, aber gönnen wir uns seine Karte. Das passt. Und wie? Ja gut, wir haben die Koordinaten dafür. Immerhin. Das hier ist wirklich eine Ortschaft. Eine richtige kleine Ortschaft. Die hat sogar einen örtlichen Offizier. Warte. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber hier sind doch viel mehr Leute auf der Insel, als hier Leute wohnen können. Das ist einer, der unsere Spuren verwischt, damit wieder alles in Ordnung ist. Ich bin überlegen, wir sollten das Attentatsziel zuerst machen. Ich glaube, das Attentatsziel machen wir wirklich zuerst. Dann haben wir das auch hinter uns. Ich bin sogar gewillt, ausnahmsweise mal, ich will mal auch gucken, wie das funktioniert, die Schnellreise einfach dafür benutzen. Einfach nur mal so zum Gucken. Einfach nur einmalig, vielleicht ein paar Mal öfter und danach. Oh, die sind beide gut beladen, ehrlich gesagt.
Aber wir haben keine Munition. Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Wir sehen es, Sir! Sind bereit, Sir! Verdammt, bist du verrückt? Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Na komm! Feuer! Feuer! Ein Zeichen und die Zeige setzen! Bewegung! Das andere will abhauen? Das lassen wir nicht zu. Wie flieht, Captain? Halt sie mit Ketten geschossen auf! Feuer! Da fällt ein Salve genau da rein! Wollen wir entern, Sir? Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Segelreffen! Na gut! Da kommen sie! Großsegel, los geht's! Feuer! Mein Ziel war es nicht, sie zu versenken. Nein, das wollte ich auch nicht. Oh shit, oh shit, oh shit, das klappt. Aber. Aber sie waren genau zwischen uns und dem fliehenden Schiff. Gut, entern wir sie. So. Das war's. Weg mit den Spaniern. Gönnen wir uns die Beute. Was? Wir sind nicht angeschlagen und deswegen verringern wir unseren Bekanntheitsgrad einfach. Ich könnte gute Männer brauchen. Sollen sie wegsegeln? Fertig. Wir haben mitgenommen, was wir brauchten von denen. Hauptsegel! Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Das ist nicht zum Herumspielen da. Aber wir haben auch langsam nicht mehr so viele Geschosse. Fliegen, Junge! Fliegen, setz jeden Zoll Segel! Langsam wird Zeit. Dass wir Munition kaufen. Ram- und Marssegel festzurren! Topsegel aufgreifen! Hauptsegel bergen! Captain ist außen Bord! Ja, wir können ein bisschen näher ran, aber ich weiß nie, wie nah wir wirklich können. Ich habe Angst, dass wir nachher andauernd Schaden nehmen, weil wir auf dem... Naja. Land auflaufen. Diesmal drücken wir die richtige Taste. Hier ist keine Stelle zum Verstecken gerade. Aber es sollte gehen. Mal gucken, wie wir weitermachen. Ne, da kommt keiner. Klappt das? Gut, wen locken wir an, wenn wir pfeifen? Ihn. Komm her. Als nächstes würden wir wahrscheinlich ihn anlocken. Versuchen wir das einfach mal. Den wahrscheinlich nicht. Was ist denn der? Da fahre ich doch irgendwo im Lager.
Ne, warten wir. Ne. So leise wie wir können. Ja, komm her, komm her. Nein, nein, komm her. Einfach weiter gehen. Komm, komm, komm. Komm ins Gebüsch. Ja, genau, du kommst jetzt her. Wir müssen ja von hier aus auch erwischen. Was ist denn der? Oh oh. Komm schon. Das ist jetzt irgendwo hier hinter der Wand, ne? Kommen wir hier hoch? Nein. Okay, und da oben ist eine Gruppe. Versteck dich. Ja, gut. Was machen wir? Wollen wir nach oben gehen und auf ihn runterspringen? Dann müssten wir da drüben noch ausleeren, die Leute. Entfernen. Leeren. Die Wachen loswerden. Da kommen wir gar nicht so rüber. Dafür müssten wir einmal außen rum, nehme ich an. Machen wir. Lassen wir uns Zeit, versuchen es entspannt zu machen. So ein nacheinander. Das war knapp. Wenn wir alles richtig machen, können wir es nach und nach machen. Noch hört das niemand? Okay. Danach müssen wir den da ausschalten. Hey! Komm her! Niemand tut dir was. So, jetzt als nächstes den da. So, wo waren noch welche? Da unten ist eine ganze Gruppe von Spaniern. Ja, komm ruhig ein bisschen näher. Gut. Ninguno de ellos encontraría el modo de salir de un barco. Ni siquiera sé cómo se pronuncian la mitad de esos nombres. Okay, das war nicht schlecht. So, jetzt will ich den hier noch ausschalten und dann könnten wir, glaube ich, nach da oben, ohne dass wir gesehen werden. Kein Schatz, keine Pause. Mein Gott, ist das ein schlimmer Anführer. Wo ist er denn? Klappt das vielleicht? Ich habe ja wirklich Hoffnung, dass das klappt. Sin tesoro no hay descanso. Noch nicht, noch nicht. Lass ihn nur ruhig noch ein bisschen gehen. Más vale que este tesoro parta en el próximo barco a Sevilla o volveréis a la Habana.
und da haben wir ihn. Jetzt klauen wir uns schnell das Beiboot. Und hauen ab zum Schiff. Das war smooth. Jetzt muss ich nur kurz markieren, wo wir hin müssen. Bei dem Weg zurück werden wir mal eben segeln. Wir müssen umdrehen, richtig. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Ich habe zwar das Falsche markiert, aber ja. Was hast du denn dabei? Achso, ja, E war das. Feuerfässer. Nur Feuerfässer, das ist jetzt nicht interessant für uns. Dann let's go. Das war smooth. So könnte man das immer machen, aber das wäre anstrengend und langwierig. Na, da kommt uns was Kleines entgegen. Doch nicht. Das ist nur jemand, der gestrandet ist. Ich hoffe ja, dass wir jetzt noch irgendwas finden. Und mit irgendwas finden ist gemeint, dass wir noch jemanden finden, den wir bekämpfen können für ein paar Stoffe, Metalle, Holz. Alles, was so hilft, das Schiff aufzuwerten. Da ist noch ein zweiter Assassiner-Frack auf der Insel. Aha. Ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber ist wohl so. Zu weit weg, aber komm schon. Du gehst da an Land und dann gehst da rüber. Zivilschiff. Alle außer Großbergen! Großsegel rein, Bramsegel reffen! Komm, geh da runter. Ja, das wollte ich eigentlich nicht, das auch nicht. So, jetzt aber. Ab ins Wasser und rüber da. Captain über Bord. Ich wollte gerade sagen, was sind das denn hier für Tiere? Ob die auch gute Felle geben, aber das sind die Hunde. Da sollten wir nicht drauf ballern. Ja, lieber nicht. Okay, hier ist unsere nächste Aufgabe. Dann gucken wir mal, was es jetzt hier zu tun gibt. Zuckerrohr und seine Produktion. Seht nur. Und Produkte. Der Bastard des verstorbenen William Kidd. Immer noch ein Knabe und doch 10-mal teuflischer als sein Vater es war. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Immer noch schick und gemein. Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Ah. Also, was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Kannst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei, von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeige ich ihn dir. Ich will. Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Genau die Art, die ich gern berabe. Walter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. Ja, ja. Mr. Backford weiß, dass unsere Preise angemessen sind. Und auch die Qualität ist solide. Ei, herzhafte Melasse und Rohrzucker, das ist bekannt. Es beruhigt mich, das von euch zu hören. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Okay, so ist das. Der wird gleich paranoid, nur weil eine Person hier rumläuft.
Er ist doch noch da, Spiel, komm schon. Jetzt wird der Kerl wieder paranoid, weil ich jetzt im Feuer möchte. Doch nicht. Ganz ruhig, die Dame. Ich möchte nichts von dir. Warum hast du eine männliche Stimme? Boah, ey. Paranoider. Briten. Das hat er sogar noch gesehen. Crawford, Manning, zu mir. Hier sind wir fertig. Also, wie ist unser Kurs? Wir kehren zur Plantage zurück und machen eine Bestandsaufnahme. Es war eine gute Ernte dieses Jahr. Ihr solltet nicht so laut reden, Sir. Dies ist gewiss kein freundlicher Hafen. Nonsens, Mann. Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burschen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wie ihr meint, Sir. Leinen los und ankerlichten Burschen. Wir fahren heim. Oh Gott, wir müssen zur Jackdaw. Aber das ist ja so perfekt, dass wir so geparkt haben, nenne ich es mal. Geparkt vor allem. Okay, Spiel. Hör auf, da rüber zu laufen. Wenn ich was anderes will, dass wir da eigentlich so rüberkommen, wollte ich gerade sagen, aber haben wir ja nicht. Aber kein Zeitdruck, da hätten wir eigentlich vorbei können. Aber ich habe keine Ahnung, warum er das hier nicht wollte, der liebe Edward. Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Diesen Anblick kenne ich. Ach du heilige Scheiße. Ich habe einen von Beckfords Männern großspurig über seine Plantage gehört. Und all die Waren, die sie dort lagern. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ah, ein Mann mit Vision. Mir gefällt die Idee. Alle Segel klar zum Setzen! Das Schiff würde ich gerne angreifen. Sperrgebiet. Ab jetzt müssen wir Schiffen ausweichen. Okay, verstehe. Vorsicht, Captain. Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. Halt, Adi. Ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie. Großmast, an die Fallleinen. Holt an! Ach, ich drücke immer Q. Das Kanonenboot wird keine Gefahr, selbst wenn es sonst entdeckt. So viel Segel, wie ihr könnt! Setzt Top, Rahm und Marssegel! Für einen Kampf sind wir nicht mehr gut ausgerüstet, wir brauchen Muni. Habe ich schon wieder nicht besorgt. Ach. Die hätten nur Feuerfässer, nicht mehr. Oh mein Gott. Das ist jetzt schlecht. Seesegel einholen! Nein! Alle Segel! Feuer! Feuer! Runter auf den Grund! Runter auf den Grund! Wir sind zu weit vom Ziel entfernt! Alle Segel! Alle Segel! Ja, los! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln! Jetzt zeigt es! Oh, hübsche Insel! So weit sind wir auch nicht weg. Da ist es doch. Ja gut, die Kanonenboote sind ja echt keine Gefahr für uns. Machen wir nur Sorgen vor Kriegsschiffen, vor größeren. Klippen voraus, Sir! Der Mann arbeitet für Peter Beckfords Wagen. Kennst du sie? Die Beckfords und ihr Zuckerimperium? Aye. Die Beckfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Ei. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedet? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so?
auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. Boah, ist der Wind heftig. Alle Segel klar zum Setzen. Ich denke, hier sind wir. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Gut, wunderbar. Ich weiß nicht, warum ich hier hingehe, aber... Yay, ab ins Wasser. In der Salzlake. Ja. Ah, Katzeninsel. Wichtig wäre, wir sehen gerade den Aussichtspunkt noch nicht. Ach warte, der könnte hier unten sein, ne? Das ist eigentlich mein Primärziel. Oh, hier ist ein Totem. Hallo? Angel. Wir müssen uns ein anderes Mal um alles erkunden kümmern. Wie geht denn das Belauschen? Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen. Und halte verdammt nochmal nach allem Verdächtigen Ausschau. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann. Du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir. Ich halte meine Augen offen. Himmel, Herrgott! Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Hä? Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! Mein Gott, ist da jemand gut gelaunt. Ist denn keiner nüchtern hier? So, könnt ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Was ich aber jetzt zuerst will, ist tatsächlich kurz die Karte. Affen? Oh. Wer weiß, wo der Schlüsselträger ist. Vermutlich irgendwo stockbesoffen, wie schon gesagt. Aber hier ist ja auch so viel vom...
Zuckerrohr noch am Rumliegen. Da haben wir ihn. Oh shit. Kommt beide her. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau machen soll. Ja, komm her. Perfekt. Jetzt würde ich dich noch bekommen. Nein, jetzt lauf nicht weg, komm her. Dann halt nicht. Perfekt. So, jetzt können wir da wahrscheinlich gleich rein. Ich würde sogar eiskalt sagen, wir warten, bis er weg ist. Und gehen jetzt einfach rein. Oh. Von allen etwas, not bad. Das ist ein guter Raubzug gewesen. Na? Was ist das jetzt hier? Ah, Mission beendet. Okay, Alarmglocken haben wir jetzt nicht sabotiert. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Okay, wir haben alles stealthily ausgeschaltet, aber okay. Nehmen wir mal so hin. Die Frage ist, wollen wir noch auf dieser Insel was machen? Oder wollen wir dafür nochmal wiederkommen? Wir kommen dafür nochmal wieder, aber das hier oben lasse ich mir nicht entgehen. Ich will wissen, was das ist. Oh. Klettern Sie auf die Spitze und drücken Sie E zum Interagieren. Dreh. Der Schatz wurde markiert, verstehe. Mal sehen, was wir hier finden. Gar nichts. So einfach ist das, genau. Einen Maya-Stein. Wunderbar. Right. Wo ist das nächste Missionsziel? Da unten. Aber das machen wir tatsächlich erst in der nächsten Folge wieder. Wir sind jetzt relativ gut wieder dabei. So, dass wir uns... Nee, wir werden den Weg mit dem Schiff dann gleich noch selber fahren. Aber das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Euer Remske. Danke fürs Zusehen. Haut rein.